So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impacto. Ja, folgendermaßen, beim letzten Mal haben wir ja einfach mit den Aufgaben aufgehört. Währenddessen ist nicht so viel passiert. Ich bin Abenteurer Stufe 11. Das habe ich dementsprechend folgendermaßen zu verdanken. Ich habe einfach mal ein bisschen erkundet. Hab das ein oder andere Rätsel gemacht, hab das die ein oder andere Dingsbums gemacht, die ein oder andere Truhe geöffnet. Ich habe ja gesagt, dass ich hier nur für Dingsbums spiele, für die Aufgaben. Dementsprechend habe ich keine Aufgabe gemacht. Und ja, sozusagen sind hier noch einige Aufträge offen. Und das werden wir natürlich auch noch machen. Große Anstrengungen machen wir später. Das ist Weltenauftrag, also zur Weltauen Dingsbums Weltstufenstärkung. Ich habe eine Sache gemerkt, folgendermaßen, und zwar ist die Stufe der Figuren relativ egal, sobald die Artefakte und die Waffen stimmen. Dementsprechend habe ich hier alles soweit hochgeholt, wie ich nur konnte. Am meisten arbeite ich gerade mit Fischl. Die Noelle habe ich schon auf Level 20 gebracht, einfach um eine Errungenschaft zu bekommen, aber meistens spiele ich sowieso mit der Fischl aktuell. Dementsprechend, jo, die hat auch eine schöne Waffe schon von mir bekommen, so gut es ging. Sagt einfach Bescheid, wenn es irgendwelche Charaktere gibt, die ihr, mit denen ich hier so spielen soll. Der Justin hat ja schon mal gemeint, dass ich hier mit dem Hauptprotagonisten natürlich weiterspielen sollte. Ob ich die Amber im Team lasse, bin ich mir noch nicht sicher. Zumindest für die Welt braucht man immer ab und zu mal einen Bogencharakter, wo man die ein oder andere gefrorene Truhe aufschießt. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich die im Team behalten sollte. Die Fischl nehme ich aktuell, mit der bin ich ganz zufrieden. Noelle als provisorische Heilerin. Wenn es irgendwelche anderen Charaktere gibt, die ihr sehen wollt, müsst ihr das in die Kommentare schreiben. Wenn da keiner Rückmeldung kommt, bedeutet, ohne Kommentare werde ich das wahrscheinlich mir nicht merken können. Einfach aus dem Grund her, dass ich, ja, hier sieht man auch die ganze Zeit schon brav am Sammeln und am Farmen und hast du nicht gesehen. Ohne Kommentare kann ich mir das einfach nicht merken, wenn ihr mir das irgendwann mal in einem Stream sagt. Dementsprechend, jo, die aktuellen Zuschauer kann ich eigentlich raushauen, weil es kein Livestream ist. Dementsprechend, ja. Gut, Artefakte habe ich so viel rausgehauen, wie ich konnte aktuell. Dementsprechend sind wir da noch dran. Die Dinge habe ich eingesammelt, einfach aus dem Aspekt her, um ein bisschen Abenteurerrang zu bekommen. Ich wollte zumindest so weit kommen, dass ich die, ich glaube ab Abenteurerstufe 12 kriegt man die Tagesquests. Die kann ich dann hier auch noch nebenher ein bisschen machen. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel rausgehauen. Von daher passt das alles ganz gut. So, Essen habe ich natürlich auch einiges schon gebrutzelt, einfach weil ich es für die Weltenaufträge brauchte. Dementsprechend, ja, das ist ja alles Normal Stuff. Dementsprechend passt das schon. Die zwei Sachen, die kennen wir ja schon. Hier habe ich einiges gesammelt. Auch das für die, das sammle ich alles, wenn ich die Figuren mal ein bisschen aufwerten sollte und merke, okay, es wird notwendig, die Dinger sammle ich und gebe sie halt einfach ab, wenn ich kann. Dementsprechend würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal das Unboxing. Ich nehme gleich die 10 Stück. Da wird auf jeden Fall 4 Sterne dabei sein, mindestens einer. So, schlagfestes Argument. Fanforius Großschwert, Schwert der Dämmerung, von den Heldentaten der Drachenbezwinger. Oh, wir haben die Baidu bekommen, wunderbar. Magieführer, Himmelsflugschwert, Rabenbogen, Schwert der Dämmerung, alte Scharfschützen. Okay, ein paar Sachen sind neu, die anderen nicht.
Ein 4-Sterne-Schwert. Cool. Und die Baidu. Herrenloser Sternglanz und. Alles klar. Machen wir hier gerade noch einmal. Ja, Fischl ist ja gut. Gut. Lass mich mal ganz kurz was überlegen. Das ist ja, gehört ja alles mit dazu. Was haben wir hier? Eitles Scharfschützen. Einen Eitles Scharfschützen habe ich bekommen. Den kann ich zumindest verfeinern. Die Schwachstellen zugefügten Schaden mit 48% ist eigentlich ganz gut. Der wird aktuell von niemandem getragen, ne? Ist die Frage, Crit-Schaden, kritische Treffer. Der wäre natürlich was für Fischl vielleicht. 4 Sterne, 2 Händer. Weißt du was? Den verstärke ich doch gleich mal. Die Frage ist, was nehme ich denn dazu? Details sofort anlegen. Ich würde den ihr eigentlich gerne mal geben. Oder ihr, je nachdem. Das ist Fanforius Großschwert. Die Fanforius Dinger haben alle die Aufladerate. Ich verstehe. Okay, das kann ich wegschmeißen, weil wir das schon auf 5 haben. Magieführer. Was haben wir hier? Schwert der Dämmerung. Kritisch Schaden ist natürlich auch nicht schlecht. Dementsprechend, was haben wir hier? Himmelsflugschwert, Aufladerate, kritischer Schaden, kühle Klinge, Reiseschwert, eiserner Schatten. Habe ich nicht noch irgendwo ein schlagfestes Augenmerk? Oh, das gibt Angriff. Warte mal, Noelle ist doch eher Verteidigung. Dann würde ich sagen, das kriegt die Noelle, dieses Teil hier. So, ich würde sagen, das Fanforius Großschwert hat Basisangriff. Das auch. Das hat prozentualer Schaden. Weißt du was? Das kriegt die Baidu. Die Xiang Dingsbums. Die Xingyang. Und die Baidu kriegt dann dementsprechend mal das hier. Und dann sollte das funktionieren. Rabenbogen Elementarkunde brauche ich nicht, aber darf doch, warte mal. So, höchster Grad, wunderbar, Stufe 5. Aktuell erhöht den von Hydro- oder Pyro-Effekt betroffenen Gegner zugefügten Schaden um 24%. Das ist natürlich super. Reflexbogen. Steinschleuder. Erhöht den Schaden bei Treffer mit Standardangriffen und gezielten Schüssen innerhalb von 0,3 Sekunden nach dem Abschießen eines Pfeils um 36%. Verringert den verursachten Schaden jedoch ansonsten um 10%. Ich würde den hier, erhöht den Schwachstellen, das hier, würde ich gern der Fischl geben. Okay. Und die Steinschleuder können wir mal verfeinern. Vielleicht brauchen wir die noch, je nachdem. Aber das ist ansonsten um 10%. Es ist schwierig, es ist schwierig, weil wenn du hier jemanden triffst, ist das ordentlich. So ist es nicht, ne? Ansonsten, die behalte ich mal, die auch. Die normalen Schwerter, Crit-Schaden, erhöht die kritische Treffer bei mehr als 90% Lebenspunkte um 14%. Das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Klinge. Naja, vielleicht kriegen wir ja noch was Besseres. Aber unsere Dame hat ja das hier. Dann würde ich sagen, hauen wir doch mal. Hab ich irgendwo? Nein. Nehme ich das hier oder weißt du was? Ich nehme das Schwert und hau den ganzen Rest einfach mal rein. Die Lanze behalte ich. Das kann alles weg. Und dann gucken wir mal, was wir hier so herkriegen.
Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Ja, super. Ja, das passt. Das passt soweit ganz gut. Gibt es irgendwelche Artefakte? Nein, sonst haben wir nicht viel, ne? Okay, ich will mal gucken, ob ich hier... Ich will hier mal dieses Zeug, möchte ich gerne behalten für Barbara und Kaea, beziehungsweise einfach, um solche Sachen mir mal andere Sachen reinzunehmen, außer diese Schicksale. Genauso wie Sternenstaub. Gut, mit Sternenstaub kann ich nicht viel machen, ne? Da kann ich nur das holen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, komm. Machen wir hier noch oder das hier? Ich brauche erstmal ein paar Figuren. Vielleicht sollte ich dann erstmal... mich auf die Banner konzentrieren. Diesbezüglich... Okay, Jadekugel von mir aus. Ja, geh mich auf den Sack, Fischl. Ist ja super. So, was haben wir hier? Drei Sterne, Trash. Ja, alte Scharfschützen. Und hier nochmal. Ein Drachenblutschwert. Ja, das hört sich schon ziemlich geil an. Das ist aber alles nur drei Sterne. Obwohl, auf der anderen Seite, für den Anfang ist das ziemlich gut. Und was haben wir hier? Steinschleuder. Okay. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas machen kann. So, das kann ich noch kaufen. Und mal gucken, was wir hier kriegen. Oh, vier Sterne, vier Sterne, vier Sterne. Was wird's? Opfergroßschwert. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Aufladerate und Basisangriff. Okay, coole Sache. Diesmal kriege ich ziemlich viele Zweihänder hier. So, Aufladerate und Basisangriff. Warte mal, er schafft bei einem kritischen Treffer mit einer Wahrscheinlichkeit von 60% einige Elementarteilchen, die der Figur 6, okay, ich verstehe. Und hier überspringt die Abklingzeit aller Elementarfähigkeiten für ein Verursachen von Schaden mit dieser Fähigkeit mit einer 40% 3 Sekunden Abklingzeit. Ah, das ist cool. Ich würde sagen, Aufladerate, bin ich mir nicht so ganz sicher, wem ich das alles geben soll. Das könnte ich eigentlich der Baidu vielleicht mal geben. Muss ich noch mal schauen. Bis jetzt weiß ich auch gar nicht, ob ich überhaupt spiele. Die muss ja noch ausgerüstet werden, etc., etc., etc. Und dementsprechend sehen wir mal weiter. Eiserner Schatten. Eiserner Schatten hier. So, ein heftiger Schlag wird bei weniger, nicht so 80% nicht so leicht abgewehrt. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Und was haben wir hier? Drachenblutschwert. Ah, nicht so super, würde ich sagen. Basisangriff. Das Drachenblutschwert kann weg. Okay, was haben wir denn sonst noch? Alte Scharfschützen. Ist eigentlich ganz gut. Ich meine, auf Grad 5 verfeinert, Maximum. Schwachstellen. Oh, das wird richtig nice. Der wird richtig gut eigentlich. Steinschleuder. So. Nächster Grad 54%. Also bogenmäßig stehe ich hier ganz gut. Gut, sind halt auch nur drei Dreierwaffen. Dementsprechend halten wir uns mal ein bisschen in Grenzen. So, warte mal. Das können wir noch verfeinern. Warum eigentlich nicht? Erhöht den Angriff nach Auslösen der Reaktion. Verdampfen unter Strom, gefroren oder Hydroverwirbelung. 40, 12 Sekunden lang um 40%. Ui, nicht schlecht, Herr Specht. Jo, das passt. Gut, ich würde sagen, wir machen mit der Quest mal weiter. Wir haben jetzt eine neue Figur bekommen, das wissen wir. Hier die Baidu.
Mag Waffen. Braucht Artefakte. Ja, das wissen wir. So, ist halt nur die Frage, ob man die... Sie am Saufen. Alles klar. Mal gucken, ob wir die spielen sollen. Dementsprechend, jo, ich würde gerne jetzt die Linksbums machen. So. Ich glaube, ich muss hier die Ember treffen. Von daher machen wir es auch gleich mal los. Also ich möchte jetzt hier relativ schnell durch. Mit diesen Aufgaben. Von daher passt das schon. Die Ember will uns ja zeigen, wie wir vorankommen. Ja, hier haben wir nochmal die Ember. Wegen diesen Elektroschleim. Also wenn du dir mal bedenkst, dass die Mädels hier nicht mal Level 10 sind... Läuft ganz gut. Aber gut, die Weltstufe ist auch noch nicht angestiegen. Dementsprechend hält sich das wahrscheinlich alles noch in Grenzen. Hier ist noch so ein Fliegeteil. Die benutze ich auch, wenn ich sie finde. Also wenn ich da was im Augenwinkel sehe bei dem ganzen schnell mal abgrasen, dann mache ich das natürlich recht fix. Aktuell laufe ich mit der Fischel rum. Ich muss hier hoch. Kriegen wir hin. Von daher, ja, die zeigen uns eigentlich nur ein paar Truhen. Wie gesagt, hier ist 100% eigentlich relativ Wumpe. Das, was ich finde, finde ich. Und mache das Beste draus. Ich denke mal, die normale Geschwindigkeit wird passen. Also sieht schon, ist schon ein cooler Bogen. So, wo muss ich denn jetzt hin? Hier hin. Da steht sie schon, die Ember. Hallo, Ember. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Ah, du bist hier. Hast du den Ratgeber durchgelesen? Dieser Ton kenne ich. Ich weiß, wie du dich fühlst. Der Flugratgeber ist total trocken und langweilig. Ich habe mich nur durchgequält, aber erzähl G nicht davon. Wirklich? Also ich finde die Geschichte in diesem Ratgeber ziemlich interessant. Geschichte? Wahrscheinlich meinst du den Anhang am Ende des Ratgebers. Einige sind ganz lustig, aber am meisten mag ich die, die mir jemand... Was? Am meisten mag ich die, in der jemand illegal mit einem Animo-Schleim geflogen ist. Anscheinend kann man richtig hoch abheben, wenn man den Luftstrom nutzt. Der entsteht, wenn ein Animo-Schleim explodiert. Das würde ich gerne selbst ausprobieren. Also ich finde die Geschichte süß, in der der... Der hat uns das falsche Buch gegeben. Oh, das ist das Fabelbuch, das ich als Kind schon gelesen habe. Entschuldigt, ich habe das Buch gestern mit dem Ratgeber zusammen in einer Tasche. Da muss ich das falsche Buch erwischt haben. Ember, tu nicht so, als wenn du irgendwie so voll erwachsen bist. Bist noch ein bisschen verpeilt. Passt schon. Oh, das tut mir so leid und pipapo. Und hast du nicht gesehen? Jo, von mir aus. Vielleicht habe ich euch das Fabelbuch gegeben, weil mein Innerstes weiß, dass ich damit fleißig fliegen gelernt habe und nicht mit dem Ratgeber. Ja, das klingt doch schon eher nach dir, Ember. Naja, auf jeden Fall, Hauptsache wir lernen es fliegen und wir dürfen es offiziell machen. Was euch fehlte, war nicht der Wind, sondern der Mut. Er war es, der schon erlaubt, in die Lüfte zu steigen. Die Worte haben mir Mut gegeben, eine Kundschafterin und letztendlich Flugmeisterin im Mondstadt zu werden. Na gut, lassen wir das Thema. Beginnen wir lieber mit der Prüfung. Genau, Ember ist der Fluggleit-Champion. Du brauchst nicht aufgeregt zu sein. Flieg einfach so wie sonst auch. Das wird schon alles gut gehen. Flieg einfach hier entlang bis zur markierten Stelle. Okay. Start. Okay, und jetzt? Ah, okay. Die Musik ist super.
Ich würde gerne hier runter, danke. Einfach hier diese Dinge entlang. Ah, es hat doch noch gezählt. Okay, ich bin mir nie ganz so sicher, wann die, wie die Hitbox ist. Haben wir geschafft. Du hast geschafft. Wenn du es schaffst, selbst in einem Sturm das Gleichgewicht zu halten, ist das hier ein Kinderspiel für dich. Der nächste Test findet im Mond statt. Schatz, geh schon mal vor. Komm einfach hinterher. Alles klar. Wie ist die so schnell dahin gekommen? Warum kann ich nicht mit ihr zusammenreisen? Ist egal, kriegen wir schon hin. So, Fliegen mit Ember. Das machen wir doch natürlich. So, Emberlein. Hui. Jo. Ich finde es immer ein bisschen gruselig, wenn man mit zwei Charakteren den gleichen Charakter anspricht. Tja, Ember, so siehst du aus, ne? Hier bin ich. Ich habe alles vorbereitet. Prüfung kann weitergehen. Die alten Regeln gelten immer noch. Gleite durch die Markierung, ohne zwischendurch abzusetzen. Alles klar. Oh je. Warte mal, hier ist doch noch so ein Gleitding. Okay, hier sind noch welche. Und jetzt mit Ember sprechen. Ah, da ist die. Ah, die Musik ist super. So, siehst du, als hättest du das Gleiten schon gut im Griff. Dann gehen wir zur nächsten Phase. Das wäre schon einmal geflogen. Dies ist die letzte Prüfung. Wenn du sie bestehst, qualifizierst du dich für eine Fluglizenz. Für den Flugschein. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ja, kriegen wir hin. War denn das? Oh je. Es ist schon lustig. Es ist schon schön. Auf jeden Fall, so macht man hier in Mondstadt den Flugschein. Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. Oh. Hallo. Hallo, ich bin der Ritter des Ordo von Forius, Otto. Oh, was ist denn jetzt los? Guten Tag, das Fräulein. Die Papiere bitte? Graf von Hoppel hat sie gefressen. Unerlaubtes Fliegen ohne Flugschein verstößt gegen Artikel 7 Absatz 12 der Verordnung zur öffentlichen Sicherheit in Mondstadt. Kommen Sie bitte mit, du hast das Recht zu schweigen. Alles, was du sagst, wird der Wind nie vergessen. Warte doch, wir sind gerade dabei, die Prüfung zum Flugschein zu machen. Ah, wenn das so ist. Leider habt ihr euch eine unpassende Zeit für die Flugprüfung ausgesucht. Was ist denn passiert? Der Ritterorden hat vorhin eine Anzeige von einer Ordensschwester entgegengenommen, die den komischen Vogel gesehen hat, der mit einem Windgleiter geflohen ist. Deswegen habe ich gedacht, dass deine Freundin hier in die Sache verwickelt wäre. Ein komischer Vogel? Das klingt lustig. Er ist ein berüchtigter Krimineller in Mondstadt. Er begeht seine Verbrechen immer mit einem Windgleiter. Deshalb nehmen ihn die Leute auch den komischen Vogel. Fliegt er sehr schnell? Wir waren bisher nicht in der Lage, ihn dingfest zu machen. Diesmal kommen wir mit ihm eigentlich nicht. Diesmal wollten wir ihn eigentlich mit einem Kulturschatz aus der Kathedrale ködern. Dann ist er damit abgehauen. Die Ordensschwester war aber klug genug, eine Markierung mit elementarer Magie draufzusetzen. Der Kerl fliegt einfach viel zu schnell. Wir konnten die elementaren Spuren deshalb nicht richtig verfolgen. Wenn der Übeltäter ein Meister im Fliegen ist, sollte kein Geringer als ich dir bei der Suche helfen. In welche Richtung ist er geflogen? Soweit ich weiß, ist er zuletzt in der Nähe von Quelling gesehen worden. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Okay, wir werden... Ja, kriegen wir hin. Okay, die wird dann alles Gina erklären. Die übernimmt die Verantwortung. Wunderbar, kriegen wir hin. Und wir müssen... Was ist hier? Wieso hat der Sturm plötzlich gestoppt? Ist das nicht gut? Nein, es ist nicht gut. Angehalten. Aber jetzt kommt es plötzlich. Ich habe mir so viele Notfallpläne ausgedacht, werden wir keinen davon einsetzen können. Meine Notfallpläne beinhaltet auch Wege und Menschen in der Wildnis zu verteilen, um die Stürme zu vermeiden, ihnen beizubringen, wie man überlebt. Wir werden ihnen beibringen, einfach Lager zu errichten, Schädlinge zu bekämpfen, Bestienmonster aus dem Weg zu gehen. Ach egal, es ist besser, innerhalb dieser Mauer in Sicherheit zu bleiben, als es draußen zu riskieren.
Ach ja, manche unserer ermittelnden Abenteurer haben mich informiert, dass sich im Flüsterwald Monster versammeln. Fast jeder ist draußen ermittelt. Ich muss hier bleiben und ihnen Befehle geben. Reisender, kann ich darauf zählen, dass du die Monster beseitigst? Jo, machen wir. Gut, wir haben jetzt ganz viele Aufgaben bekommen. Sprich mit Cyrus. Ich würde gerne mal gucken, was für Aufträge wir jetzt machen könnten. Unverzichtbare Chance. Ich glaube, das hier ist... Okay, weißt du was? Wir bleiben einfach mal hier. Und gucken mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ich muss mich bei den Artefakten auch mal ein bisschen um die Dame hier kümmern. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, darüber zu gleiten. Sollte aber eigentlich gehen. Na, kriege ich das hier hin? Kannst du hier stehen? Ja, jetzt nochmal kurz die Ausdauer regenerieren lassen. Die ist nicht ganz so hoch. Aber um die Ausdauer zu erhöhen, brauchst du halt diese Animo-Siegel und davon haben wir noch nicht so viele. Und hier ist auch noch keine, sind auch noch keine Karteninformationen freigeschaltet. Dementsprechend braucht das alles noch ein bisschen Zeit. Jo, schwimm, kleines Mädchen, schwimm schnell hin. So, wunderbar. Hier können wir auch gleich den Teleportationspunkt freischalten für den Fall eines Falles. Und dann müssen wir mal mit den Leuten hier quatschen. Die Questreihe ist ganz gut. Okay, und ab nach Quellingen. Ah, 5 Uhr Gestein. Dort vorne liegt Quellingen. Da finden wir bestimmt Spuren des komischen Vogels. Der Kulturschatz, den er gestohlen hat, ist eine Animo-Markierung der Ordensschwester versehen. Elementarblick. Wunderbar. LB und nach links. Wunderschön. Abgebrochener Zweig. Da. Hier ist ein Stück Stoff mit Animo-Spuren. Okay. Alles klar. Und noch eine Elementarspur. Slimes are airborne creatures. They don't leave marks on the ground unless someone stomped on one to take off. Hmm. How do we know if this was left by Raptor or an animo slime? Either way, let's make a mental note of these markings. They're very clear. It appears that the elemental markings point this way. Huh. Well, do you think he ran off ahead? There's only one way to find out. Come on. We should keep following the mark. Ooh, what's that? Looks like it sounds like there's a battle going on. Could that be Raptor? Quick, let's keep going. Na gut, Kampf. Das sieht nicht so super aus. Oh, ich hasse die mit den Schildern. Das ist so nervig. Super. Oh, was für ein Glück. Der Ritter des Ordo von Forios. Die Hijuli müssen mich verfolgt haben. Was ist passiert? Es ist wirklich stumm gelaufen. Unsere Wege wurden Wagen wurden von Hilichulen angegriffen. Zum Glück sind wir schnell davongerannt. Von den Lichuren angegriffen, die Meisterlager müssten aber schon längst vom Ritterorden beseitigt worden sein. Sie haben ein ganz kleines Lager in der Nähe des Dorfes. Bei meiner Warenlieferung mache ich normalerweise einen großen Bogen. Aber heute ist jemand aus dem Himmel gefallen und direkt in diesem Hilchillo-Lager gelandet. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Die Hilltür waren natürlich total aufgebracht und sind diesem Kerl, der natürlich sofort ins Freie gerannt ist, gefolgt. Als sie näher kamen, bin ich auch geflogen. Meine Wagen und all die Früchte haben sie alle umgerannt. Wie soll ich morgen Geschäfte machen, wenn die Händler da sind? Dieser Kerl, wie sah er aus? Er hielt etwas fest und konnte daher nicht gerade fliegen. Wahrscheinlich ist er deswegen abgestürzt. Aber wirklich, hat er keinen Flugschein? Man darf doch keine schweren Sachen beim Fliegen tragen. Ich werde ihn anzeigen und dafür sorgen, dass man ihn den Flugschein abnimmt. Er hatte also was Schweres dabei. Das ist bestimmt der komische Vogel. Ich halte einfach mal die Fresse, ihr könnt es ja selbst lesen. Oh, and don't worry. As soon as I get back, I'll tell the knights to mop up the rest of the hilly churls as soon as possible. Das machst du super, Emma. So. Warte mal, hier gibt's doch noch irgendwo. Man muss diese Statue aktivieren, damit wir die Karteninformationen hier freikriegen. Ich lauf mal lieber mit Fischl rum. Hier ist das Lager. Können wir irgendwas zubereiten? Hier. Zumindest einmal. Wunderbar. So, dann haben wir es zumindest das Korn erlernt. Na komm, Mädchen. Machst du super. Die ist noch nicht so stark wie die Fischl, aber bis jetzt habe ich zumindest was. Hier muss ich lang, nach oben. Ah, Rettich, wunderbar. But we also haven't found the artifact, which means Raptor still has it on him. Forget these guys. Come on, let's keep following the elemental markings. Ja, ist ja gut, meine Güte, mache ich doch. Wir müssen also den Elementmarkierungen folgen. Jetzt sind wir schon hier, es gibt keine weiteren Elementarspuren. Macht Sinn. Alles klar. Abenteurer Stufe 12. Und wir kriegen jetzt endlich die Tagesquest. Super. Wunderbar. Das ist doch schon mal super gelaufen. Und jetzt können wir die Tagesaufgaben machen. Die werde ich aber offscreen machen. Also die ändern sich ja sowieso jeden Tag. Und dementsprechend passt das schon. Ich muss hier nach oben. Ich würde aber trotzdem gerne, wenn ich hier schon in der Nähe bin, auch mal die Karteninformationen freischalten. Ich weiß nicht, ob ich das mache oder ob ich später vielleicht mein Harz abwarten soll. Diesmal möchte ich das Harz von Tag 1 an, sofern ich das benutzen kann, mitbenutzen. Warte mal, da ist jemand. Da habe ich eine Truhe gesehen. Also wenn ich eine Truhe im Augenwinkel sehe, nehme ich sie auch onscreen mit. Ah, so eine Blitztussi. Ärgerlich. Naja, die brennt gut. Super. Und hier oben ist noch was. Den Anemo nehme ich direkt mit. Also es ist immer schwierig am Anfang, weil du echt nicht genau weißt, was du mitnehmen solltest. Aber wenn ich was sehe, dann nehme ich das mit. Ich meine, wir haben ja jetzt genug der Ember hinterhergegeiert mit ihrer Aufgabe. Lass ich mal gucken, wo der ist. Da oben. Das bedeutet, hier laufen über so Glühbirnchen rum. Den nehme ich mit. Hier müsste doch noch einer sein. Und jetzt den letzten. Das aufmachen. Das mitnehmen. Wunderbar. Super.
Gut, hier unten ist so ein Teil und hier ist noch eine Herausforderung. Kriegen wir hin. Ich mache aber erstmal die Herausforderung. Es gibt nämlich wieder eine Truhe. Und da hinten steht auch noch eine Truhe. Öffne die Truhe innerhalb von 30 Sekunden. Welche Truhe? Welche Truhe? Ach, die Truhe. Schaffe ich das überhaupt? Nee, schaffe ich nicht. Okay, da war ich einfach zu schnell. Kann es sein, dass wenn ich die Schleime besiege, dass ich dadurch nochmal Fett-Dingsbums krieg? Das wäre super. Betritt das Versteck des komischen Vogels. Ja, das kriegen wir hin. Dennoch würde ich gerne diese Herausforderung noch schaffen. Dann nehme ich aber mal die Ember. Warum musst... Soll ich denn das schaffen? Woher habe ich jetzt die 6 Sekunden herbekommen, weil der eine gestorben ist? Okay, gut. Ist nicht schlecht, mache ich. Nehme ich mit. Jo, wir sind schon 40 Minuten dabei. Also so eine Aufgabe kann schon mal ein bisschen lange dauern. Dementsprechend würde ich sagen, ich beende die Aufnahme gleich mal. Auf jeden Fall würde ich gerne die Ember-Quest mitnehmen. Ach komm, egal wie lange sie dauert. Dann dauert sie halt ein bisschen länger von mir aus. So... Versteck des komischen Vogels muss hier irgendwo sein. Hier, ich verstehe. Aber hier gab es noch ein bisschen Eisen. Nehme ich mal die Noelle. Wie gesagt, die Noelle nehme ich nur sporadisch mit, weil ich sonst aktuell keinen anderen Healer habe. Truppenstufe 15. Ist egal, ich probiere es. Ich probiere es. Die Noelle ist ja 20, die kriegt das schon irgendwie hin. Dementsprechend sollte das schon passen. Are you sure that's how the exam is supposed to go? Kann es sein, dass der Desktop für eine Aufnahme ein bisschen leise ist? Ist mir jetzt gerade eingefallen. Egal, kriegen wir hin. Ist das Prüfungsthema wirklich so wichtig? Sagen wir, es ist eine Sonderausführung der Prüfung für Grafilein, die an die vorhergeschehenen Verhältnisse angepasst wurde. Schließlich ist sie die Heldin, die Mondstadt gerettet hat. Da ist eine stinknormale Prüfung eh nicht angemessen. Okay. Kriegen wir schon hin. Alles klar. Nutze den vorhandenen Windkleider, um weiter zu fliegen und gleichzeitig auszuweichen. Wenn du fliegst, kannst du Bomben werfen und so alle Gegner vernichten. Okay. Nee, das... Okay, das ist cool. Die Frage ist nur... So, die muss ich also beim... Easy. Kriegen wir hin. Die Frage ist, gibt es hier noch irgendwelche Schatztruhen? Das wäre super, aber ich glaube nicht, ne? Nee, sieht nicht danach aus. Oder? Nein. Okay. Regeneriert sich unsere Ausdauer. Schade, dass wir diese Bomben nicht immer haben.
Das wäre ganz cool. Ein Segel kriegen wir schon hin. Hallo, ich würde gerne. Okay. Ich glaube, das ist so ein extra Ding. Unsere Ausdauer kann, glaube ich, nicht unter einem gewissen Grenzwert hier fallen. Normalerweise müsste ich schon längst runterfallen, weil ich es irgendwie nicht schaffe. Das Gleiten verbraucht die Ausdauer. Ja, easy. Wunderbar. Na dann. So. Tor der Wiedergeburt. Noch eine Karotte. Rettich. Ich mach dich fettig wie ein Rettich. So. Ich versuche hier natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Das ist der Ember Dungeon, da kann man ruhig mal die Ember nehmen und tschüss. Aber, das ist ja nicht alles. Hier geht's abwärts, das sag ich dir. Wunderbar. Ich werde hier trotzdem nochmal gucken, was ich so mitnehmen kann. Hier gibt's noch viele Zutaten, das ist wunderbar. Kann ich hier lang? Macht das irgendeinen Sinn, da lang zu gehen? Nein, macht es nicht. Na gut. Okay. Okidokili. Genau, für sowas brauchen wir halt manchmal die Ember. Das kann man mit der Fischel nicht machen. Super, gibt es hier noch irgendwas? Nein. Außer den Weizen. So. Gucken, kriege ich es mit der Ember irgendwie, mit der... Ah, super, das macht die auch wunderbar. Hier gibt es noch eine Truhe. Die hat übrigens so ein Ausbilder-Set. Mal ganz kurz überlegen. Das bedeutet, wenn ich hiermit eine Truhe öffne, ah super, das Wasser ist weg, kriegt die 20% Lebenspunkte wieder. Ich habe einfach nur nichts Besseres gefunden, dementsprechend, ja. So, viel mit Bogen, aber wie gesagt, ich mache es einfach mit der Fischel. Die ist aktuell ein bisschen stärker als die Ember zumindest, glaube ich das. Ja, super, es läuft doch. Gibt es hier noch irgendwas? Erstmal gucken, ob ich hier irgendwas fertig machen muss. Ja, schön auf die Schwachstelle. Wunderbar, Fischel, das machst du super. Ich kann mir vorstellen, ich kann verstehen, warum viele Leute die Fischel mochten. Das ist eine solide Bogenschützin. Aber jetzt brauchen wir gleich die... Brauchen wir halt leider die Ember.
Windportal aktiv. Trotz alledem würde ich gerne die Teile hier mitnehmen. Vielleicht spawnt ja irgendeine zu... Ja, rohes Hühnchenbein, Hühnerbein, Geflügel. Dämmerfrucht, wunderschön. Und das sieht doch aus, als wird es da noch was geben. Heute, Kinder, wird es was geben. Jo. Hier gibt es nichts mehr. Von da kam ich. Und hier gibt es noch eine Truhe. Wunderschön. Nach dem Dungeon gucke ich mir die ganzen Sets mal an. Das mache ich aber alles offscreen. Einfach, um die Zeit mal ein bisschen runterzusetzen. Ich meine, jeder kann sich seine Figuren ausbauen, wie er möchte. Das ist kein Problem. Trotz alledem würde ich ganz gerne... ja, das muss man ja nicht mit aufs Video packen. Ihr könnt euch natürlich aussuchen, was für Figuren ich spiele. Aber trotzdem werde ich das Beste aus denen rausholen. Und das ist ja, da das ja immer individuell ist, ist es ja, glaube ich, relativ wumpe. So, hier gibt es was zu finden. Ansonsten ist der Raum leer. Wunderbar. Supi. Jo, machen wir das noch? Wollen wir mit der Kleinen mal rumlaufen? Gibt es hier noch irgendwo was? Nein. Und hier kommen wir nicht mehr weiter. If you insist on chasing me, so be it. Huh? Who brought the little girl? You must be Raptor. You can't escape. I don't need to escape. There's no way you can make it over here. Oh, it is pretty high. And quite far. Steil ist nicht das Problem, aber weit. Hey, kleines Mädchen, warum gehst du nicht zurück und petz? Vielleicht kommt ein Großmeister und holt mich. You're talking to a Knight of Favonius Outrider. You'll be sorry when I arrest you. You're right. Ugh, he's right there in front of us. If only we could glide across. So how did he get across? Hmm, I don't see a mechanism, and I have good eyesight. Besides, there's nowhere on the cliff that you could build one. Bye-bye, kiddo. Oh, no, he's getting... Oh, we can't hesitate any longer. The only way to get across is to glide there. But... Don't worry. I'm the gliding champion of Mondstadt, remember? If Raptor can do it, I can do it too. Oi, Outrider! You have less chance of surviving this than jumping off the Animo God statue in Mondstadt without your wind glider. Der will uns abhauen. Der will uns abhalten, darüber zu gleiten. Completely impossible. Gliding is the only idea left. Remember that book I lent you? The one I thought was a gliding manual, but wasn't? The first birds couldn't fly. Flight was their reward for their courage to plunge into the canyon. Be my witness. Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... Wait! Stop! You'll never make it! Come on, off you go now. Back... Raptor says I'll never make it. But if you listen carefully... The wind... The wind says I will make it. Och, komm schon, noch klischeehafter geht's nicht, oder? Lass mich raten, hier kommt eine Strömung. Amber, no, you're gonna fall. You're gonna... Nein, werden wir nicht. It's a wind current. She's gliding. Amber's gliding. You're crazy, kid. You must have known about the wind current. There's no way you would have jumped otherwise. The wind takes care of those who have courage. Now sit still and await your arrest, like a good little boy. Wings of darkness, come, sever night from day. Time to clean up. So. Ja, die Noelle macht gut Aua. Du Lümmel. Wir haben den komischen Vogel.
Das Windfeld spürt man nur, wenn man in der Luft ist. Das ist das Einzige hier. To try and escape in the direction Rafter was going. In other words, the only way Rafter could have gotten out would be this way, past us. Aha! So he was just trying to fool us by acting smug. In the hotel. Ja, er hat sich wahrscheinlich selbst ein... Ja, der komische Vogel, also dieser Dieb, der da jetzt was geklaut hat, hat sich jetzt selbst eine Sackgasse gebracht und hat dann irgendwie versucht, eine Finte zu setzen. Dementsprechend, ja, blöd gelaufen. It was all thanks to your sharp thinking. Just like a wise man once said, once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, wenn du das Unmögliche ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, die Wahrheit. Die wie unwahrscheinlich sie auch ist. Zum richtigen Fliegen braucht man schließlich 3 Teile Technik und 7 Teile Bauchgefühl. Die restlichen 90% müssen mit Mut aufgefüllt sein. Also entweder ist das ein Übersetzungsfehler, schlecht übersetzt, oder Ember ist nicht ganz so gut in Mathe. It was just like in my first gliding exam. I was super nervous, but in the end, there was nothing to be afraid of, and I passed no problem. I kind of missed that nervous rush in the exams I've done since then. It just wasn't the same. Sorry, Paimon thought you said you passed no problem. What do you mean exams since then? Well, you see, the thing is, Mondstadt is all no glide zone this, no landing zone that. Oh, every time I get my license, it keeps getting revoked. I must have taken the exam about 15 times altogether. Aha. Also, die Ember, die uns eigentlich den Flugschein geben sollte, dass wir legal fliegen dürfen, kriegt den selbst also entzogen. Das ist eine super Voraussetzung. Let's go and get a copy of the real gliding manual from acting Grandmaster Jean sometime. I'll head off first, because I need to escort Rafter back to the city. Once you're back in the city, don't forget to come find me at the cathedral. I'll issue your gliding license there. Alles klar. Gut, was haben wir denn hier bekommen? Herausforderung bestanden. Wunderschön. Ja, machen wir. Jetzt will ich erstmal die bei der Weingut, in der Nähe von der Weingut Morgenröte, würde ich gerne mal die Statue der 7 aktivieren. Dann zurück zur Kathedrale, um einen Flugschein abzuholen. Und hier ist noch so ein Ding. Oh, das ist cool. Dann nehme ich den noch gleich mit. Dieser Sternchen bedeutet, dass so ein Animo, so ein verlorener Animo-Dingsbums in der... Schaffe ich das? Tricksen, tricksen, tricksen und yes! So, da oben ist so ein Ding. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ich verstehe. Die Frage ist nur... Ah, blöd. Okay, das Ding hält uns also nach unten. Schweinchen! Warte mal, da ist noch so eine Statue, die nehme ich mir gleich mit. Und dann haben wir auch gleich eine neue Errungenschaft freigeschaltet. Und dann würde ich sagen, beende ich den Part. Und dann kann ich... Obwohl, eigentlich wollte ich erst diesen Animo-Dingsbums machen. Ja, nervt man nicht, Paimon. So gern man die Paimon auch hat, manchmal nervt sie doch mehr, als sie sollte. Okay, dann nehme ich das Ding mit. Und das hier. Jawohl. Super, das habe ich mir gedacht. Wenn du nämlich von oben darunter fällst, bist du nach unten geschleudert. Wenn du es von unten nach oben machst, bist du nach oben geschleudert. Super. Und hier haben wir so ein Windding. Okay, der versiegelt die Statue. Okay, ich verstehe.
Dann nimm aber mal die Fischel. Ich sollte vielleicht noch mal was spachteln. So. Was haben wir denn hier? Wanderarzt. Fernweh. Fernweh ist eigentlich ganz gut. Kritische Trefferrate. Was haben wir hier? Wanderarzt, Fernweh. Wir haben gar nicht so viele Sachen. Aber mal gucken. So, die blauen Teile. Diese blauen Dinger kann man bis Stufe 12 upgraden. Dann ist das Maximum erreicht. Die lilanen Teile bis 16. Also die hier und die goldenen bis 20. Aber das wisst ihr ja schon. Mehr kann ich auch nicht machen. Aber dafür haben wir das zweite Artefakt gemaxt. Dann sollte die... Oh. Na, Stufe 9 ist okay. So, jetzt nehmen wir das ganze Kram mit. Wunderbar. So. Ich finde es so komisch, dass sie nichts droppen. Kriegen wir hin. So, dann können wir uns nämlich auch hier teleportieren und vielleicht können wir dann auch die nächste Stufe schon mal erreichen. Wunderbar. Jetzt sind also auch die Mora-Blüten offen. Das ist super. So, 7 Stück. Wir haben 8 Stück. Okay. Mehr als das, was ich brauche, opfer ich nicht. Was einfach keinen Sinn macht. Ausdauer, Abenteurer-EP, 10 Urgestein und 10 Animo-Siegel. Wir haben ganz viel Stuff bekommen. Wunderbar. So. Abenteurer-Lizenz. Wunderbar, das haben wir gekriegt. Belohnung einsammeln. Wunderbar. Kapitel 4. Okay, besuch die Statue der Sieben bei Dwalins Ruin. Verstärke 6 Artefakte auf Stufe 4. Okay, krieg mir hin. Schließe eine Erkundung ab. Okay. Lass 3 beliebte Figuren Aufstiegsstufe 1 erreichen. Ja, das ist alles. Das ist nebensächlich, würde ich sagen. Das hat mit der Story jetzt nicht so viel zu tun. Hier gibt es noch eine Aufgabe. Mal gucken, ob wir das hier mit der Kleinen hier schaffen, aber sollte eigentlich gehen. Oh, Wind ist super. Reagiert einfach mit allem. Super. Ich bin am Brennen. Ich brenne. So. Jetzt gehen wir zurück zu Amber. Aber ich würde mir gerne noch die Belohnung für die Abenteurerstufe abholen. Mal gucken, was es ist. Ist jetzt doch eine Stunde geworden. Ich hoffe, das werden wir jetzt dann auch schaffen. Aber ich denke, weil wir die Quest alle so eine Stunde gehen, ist das super. Dann werde ich offscreen einfach nochmal die Tagesquests machen. Ja, Paimon, nerv nicht. Ich kann mich nicht beklagen. Ja, ja, Mission. Pipapo, was für eine Mission. Verführte Mission. Ich werde das übernehmen. Ich kann auf dich zählen. Wunderbar. Die hat uns jetzt nur erzählt, dass wir jetzt hier die Tagesmission und dass wir jetzt Leute... Na, können wir noch nicht. Okay. Belohnung eingesammelt. Nächste Stufe ist wieder so ein Kram. So. Kann ich zum Abschluss noch irgendwas holen? Na komm, gehen wir nochmal beten.
So, erstmal ein paar Figuren. Oh, 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 fünf Sterne, wer wird's? Wir haben den Daddy, wie man den auch nennt, Zhongli. Geil, wir haben Zhongli bekommen. Der wird natürlich erstmal ausgerüstet. Ich habe da auch schon eine richtig gute Waffe. So, Waffe, der kriegt nämlich die hier. Yeah, yeah. Den nehme ich mal in die Truppe mit, ich will den mal testen. Der kann mit Ember ausgetauscht werden. Hier sind die täglichen Missionen, Kopfgeldjagd und so weiter und so fort, kennen wir. So, wir haben den Zhongli bekommen. Wenn ich ihn spielen soll, sagt einfach Bescheid. Wir machen jetzt noch die Ember-Quest fertig. Und dann ist der Käse auch hinüber. Dann ist der Käse auch gegessen. Wunderbar. Vielleicht sollte ich die Waffe upgraden. Wir haben ganz viele Sachen bekommen, das ist ganz gut. So, die ist auf Stufe 4. Lebenspunkte, Stangenwaffe ist jetzt nicht so wunderbar, aber immerhin. Wunderschön, supi. Perfekt. Ja, wie gesagt, das hebe ich mir für besondere Sachen auf. Und hier gucken wir mal. Haben wir noch irgendwelche Artefakte, die wir dem Burschen geben können? Lebenspunkte, Elementarkunde. Ja, nicht so viel. Hydro-Schadensbonus, Pyro-Schadensbonus, Lebenspunkte, Angriff, Lebenspunkte. Kyro-Schadensbonus, nein, das hat auch Kyro. Das ist neu, Lebenspunkte, Elementar und Angriff. Das ist ganz gut. Und was haben wir hier? Angriff, Verteidigung. Ja, das kann man doch. Verteidigung, Verteidigung. Ja, ein bisschen Death kann die schaden. Hat sogar Fernweh. Nein, Fernwehwanderarzt, Teileffekt. Komm, ist egal. Das sind noch 3-Sterne-Artefakte. Ist okay. Machen wir mit Zhongli rum. Nee, nehmen wir die Traveler. Wie gesagt, einfach in die Kommentare reinhauen. Wenn ich mit wem spielen soll. Dementsprechend, ja. Schauen wir mal, ne? Also in der Story hat er eine ziemlich coole Rolle, muss ich sagen. Gefällt mir an sich. Als kämpfender Charakter bin ich mir nicht ganz sicher. Dementsprechend kann ich dazu noch nichts sagen. Ansonsten, ja, mein Main-Account ist gut im Farm. Ist jetzt ein bisschen knapp mit Mora dran. Dementsprechend kriegen wir das schon irgendwie hin. Ember, wo bist du dann? Achso, die ist in der Kathedrale. Na, dann wollen wir mal. Und, wenn wir den Flugschein haben... Dann passt das. Aussichtspunkt. Das ist schon schön hier. Das ist eine coole Kirche. Hier dein Flugschein. Ab jetzt bist du legal im Mondstadt unterwegs. Deine Flugtechnik ist so toll, du hättest gar nicht vorkommen können. Ah, passt schon. Genau, ich werde dich für die nächste Flugmeisterschaft von Mondstadt anmelden. Ich bin so schnell, dass es keinen gibt, der mich einholen kann. Deshalb bin ich immer allein unterwegs. Das ist echt langweilig. Toll, dann werde ich die Meisterschaft gewinnen. Du nimmst große Worte in den Mund. Hier ganz offensichtlich. Ich weiß ja noch gar nicht, wie verrückt die Flugmeisterschaften sind. I wish you a happy, liberating and above all, law-abiding gliding experience. Wunderbar. Make sure you obey the rules. Whatever you do, don't get your license revoked. Oh, brother. If you ask me, that's a bit rich coming from Anna. Oh, Daimon, das war gemein. Aber okay, super. Flugratgeber, 16 Uhr Gestein, wunderbar. Es läuft, es läuft. Ich würde sagen, das war's für heute.
Ein von den Dingern. Ja, die kann ich auch öffnen. Aber wie gesagt, das ist alles Erkundungsgeschiss. Das mache ich alles offscreen. Je nachdem. Weil, wie gesagt, wir sind hier nur für die Stories und für die Quests da. Und dementsprechend würde ich sagen, macht's gut, Leute. Haut rein. Euer Graf Wallner. Ciao.